Willkommen zurück bei Outlast. Wir haben gerade Gespenster gesehen und haben festgestellt, dass seitdem wird es ein bisschen komisch. Ja, alles andere war normal. Für den Andi war es normal. Ich fand schon bei vor dem Fingerabschneiden komisch. Du bist noch, du gehst jetzt wieder raus. Das ist eine Leiter übrigens. Ja, weil wir dadurch reingekommen sind. Und hier geht's weiter. Also ah, echt? Andi muss den in jeder Folge neu anlernen. Ja, das ist wie der Beamte, ne? Das Gespenst hat mich verwirrt. Oder was auch immer das war. Wallrider, stand in den Notizen. Er vermutet, dass es Wallrider war. Ja, ich nehme einfach mal den Clown einfach im Weg. Auch mit 8 Finger lässt sich krabbeln. Jo. Genauso viel wie vorher. Ah. Okay. Auch ohne was? Ja. Ach, okay. Jump'n'Run. Applaus, bitte. Danke. Erster Versuch. Ja, richtig. Hey, da unten ist eine Batterie. Na, Spaß. Ging besser als das mit Wasser und der Leiter. La, 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 la. Da oben? Ah, sollte vielleicht noch die Shift-Taste betätigen. Mach das Ganze dann. Schau mal an die Wand hinter dir. Oh, okay. Ja, da ist eine Wand. Ist ein, ja, vielleicht wäre es da oben weitergegangen. Ist doch hier alles ein Pfad. Und dann gehst du nicht auf der Seite weiter. Also mein dieses da, ja, ja, den aber, kleinen Pfad. Ah, jetzt er geht. Das haben wir halt noch nie gemacht. Ich wusste nicht, ob ich hier wieder runterfall und mir dann wieder das Gespott anhören muss. Ja, das mache ich auch öfters in meinen Wänden. Und jetzt? Tschüss. Oh, noch, ob wir noch eine Batterie kurz finden. War das eine gute Idee? Ja, das geht. Hast du eine Batterie? Nein, immer so gesprächig. Hat die ist zugesperrt, bin ich überrascht. Das hat mich ja beide so mehr erschreckt als der Wallrider. Ist leicht zu überraschen. Ja, erschreckt hättest du dich aber jetzt offen wäre. Stimmt. Bin immer noch beeindruckt, wie er mit einer Kamera in der Hand so rumhüpft. Ich muss sogar das Level nachladen. Leuchtsignale. Have to get out. Ich denke, ich da ist eine Tür. Ja, rechts. Der war gut. Was denn? I can see his ghost. Okay. Ziehen Sie sich mal eine Hose an, Mister. Ich weiß nicht, ob ich besorgt sein soll. Das erste, wenn du Leute da in dem Spiel siehst, immer kontrollierst, ob die Hosen anhaben oder nicht. Was soll ich denn sonst tun? Soll ich schauen, ob sie lächeln am Gesicht? Das ist ja noch ekelhafter. Ah, meine Katze versucht sich gerade irgendwie kenntlich zu machen. Es ist nicht angenehm, wenn man ein Horrorspiel spielt und nebenbei auf einmal eine Katze zu schreien anfängt. Oder zu springen. Ich hab sie gerade vorhin erschrocken. Ich glaube, die gibt's nur zurück. Ah, da geht's doch runter. Da sind wir hergekommen. Meine Freundin mal erzählt, dass sie abends mal gezockt hat, mit Kopfhörer an, und auf einmal ist sie die Katze mitten auf den Tisch gesprungen. Machen Katzen öfter. Und bei einem Herzinfarkt bekommen. Ah, da ist ja deine Tür.
Die ist wahrscheinlich genau, ja, die ist sogar zugenagelt. Da muss man den Gamma-Wert umstellen. Ohne Licht sieht man da eigentlich gar nichts. Ah, das ist ein wunderbarer Vorhang. Ah. Die ist zu. Der macht es gerade mit Maschendrahtzaun. Schau mal links in dem Zaun oder ein Loch. Links. Na, da sind wir hergekommen. Da steht noch mit dem Leben. Ah, da sind wir jetzt. Ich verstehe. Da ist Blut. Vielleicht geht's da weiter. Schau mal rechts. Na, das ist auch ein Zaun. Ja. Oh. Da ist offen. Ja, doch nicht. Volle Kanne. Da ist Batterie drin. Da sollten wir auf Akkus umsteigen. Die rendieren sie noch eine Zeit. Ach, so. Jetzt haben wir noch keine Uhren mehr. Jo. Batterien werden langsam knapp. Ja. Kannst du da rechts? Da bin ich doch hergekommen. Nee, bei der Tür rechts. Ah, nee. Ich kann das Adventure-Klick mehr einführen. Spring mal da rauf. Komm mal auf zweiten kurz. Danke. Ja. Nee. Unaufspringbar. Könnte mal in die Knie treten. Ah! Ist eine Batterie gespawnt. Ich habe gerade eher gedrückt, ich Depp. Wie geworden so zu haben. War doch gerade eine Schrift. Nee. Ach komm! Was wieder runter. Was sehe ich denn nicht? Moment mal. Da ist offen. Gut, dass der Folgeball wieder aus ist. Gut, dass du vor allem nicht mal die Hälfte hast. Ja, da raschelt's. Ne? Ja. Da ist er, da ist er. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Nach rechts. Nach rechts, da ist er doch. Ja, da ist er, aber da musst du auch hin. Das ist so witzig. Hilfreich. Jetzt musst du da zur fetten Tür. Keine Tür. Ja, und jetzt? Ah, das gefällt mir am besten. Jawohl, weiter reitet sich da unten einfach mal ein bisschen im Gras rum. Ich ärgere es, dass ich die Batterie weggeschmissen habe. So ein Maschendrahtzaun zwischen mir und dem Wallrider. Sympathisch. Maschendrahtzaun, wenn er Türen rausreißt. Eine Pumpgun, unbezahlbar. Dann halt. Komm. Geht abwärts. Interessant. Wo ist denn jetzt schon wieder? Oh, ich finde die Stelle ist ein bisschen nervig. Wenn du die nervig findest, rate mal, wie ich sie finde momentan. Ich weiß, was YouTube zu dem Video sagen wird. Links?
Dieses Bild ist verwackelt. Video ist verwackelt. Sollen wir es entwackeln? Können wir mal ja sagen. Bitte entwackeln. Aha. Ob das beim Tanzvideo auch so ist? Brezen. Umschiffen einfach. Denn dran vorbei. Ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Da muss ich hin. Da rechts rein? Ja. Ah. Ah. Tada. Zeig doch. So, jetzt mach bloß die Tür auf hier. Okay, geht's nicht weiter. Ich sollte den Zaun ein bisschen entlang weiter. Ah, super. Vom Hinterausgang raus und vom Vorderausgang wieder rein. Hm. Ah, das ist immer blindes Huhn. Der Walker hat aber ganz schön gewütet hier. Hm. Der Walker hat ganz schön im Female-Wort gewütet. Das kann man auf mehrere Arten verstehen. You saw the wall rider, didn't you? Wo ist er? Da oben. Understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Ich weiß nicht, wer krank ist. Er, weil er ihm folgt, oder der andere, weil er im Irrenhaus ist. Aber so gesehen ist es vielleicht sogar eine rhetorische Frage. Wir sind irre. Er nicht. Na, Mist. Du meine Batterie. Wo? Ganz da unten am Boden. Ah. Nächstes jemand, der aufpasst. Ach nee, ich mag nimmer. Echt nimmer. Der nervt und der reißt mir immer den Kopf ab. Aus wie das andere schwarze Zeug. Ja. Notiz. Die Tür ist offen. Der Wahnsinn. Rechts oben. Du möchtest die Notiz wohl nicht lesen. Das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Weißt du, wo ist die? Links oder rechts?
War das überhaupt der Dicke? Wo denn? War das der überhaupt, der da gerade vorbeigelaufen ist? War das nicht normaler Insasse oder so? Sicher. Da steht einer. Der Reifen bewegt sich. Ach komm, Texas Ranger, was soll denn der Spaß? Hey! Hey. Folge dem Blut! Oh, sogar offen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dynamische Lichter! Noch eins hoch. Zugesperrt. Da geht's durch. Ich habe das Gefühl, es erwischt mich eh keiner. Ich laufe mal wieder. Türen sind offen. Schlag die Nägel ein. Ich glaube, mit diesem erschreckenden Bild, können wir dir wieder eine kleine Pause gönnen. Zu Satan oder Antichrist. Hm. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao.